Hier ist der Schlüssel zum Schalter, den du an der Ladentheke findest, falls jemand Zugang zur Ausstellungsgalerie benötigt. Es gibt Überwachungskameras. Oh. Ja, und wo ist der Schlüssel? Ist kein Schlüssel da, ne? Es ist kein verdammter Schlüssel da. Nun, wer hätte das gedacht? Walter hat ihr ein halb pornografisches Poster aufgehängt. Aber er ist so ein netter Mann, er hat mich nie verfolgt oder so. Nee, er ist Sicherheitsmann, er kann einfach über die Kameras gucken, ob du gerade am Pinkeln bist oder irgendwie sowas in der Art. Hinter der Tür ist Stille, Stille ist gut, Stille ist mein Freund. So, wenn ich hier jetzt gucke, hier gerade durch, nee, gerade durch nicht. Aber links. Links die Tür, wenn wir hier diese Post-it-Notes uns angeguckt haben. Wunderbar. Walter stellt die Beschwerde, die ich gegen ihn eingereicht habe, zur Schau, als wäre sie eine Art Preis. Ich sehe, er hat es sich zu Herzen genommen. So, aber diese Tür hier, die können wir jetzt aufschließen und haben damit Zugang über den Keller wieder zum Laden. Und das ist mir gerade halt ausgesprochen wichtig, weil wir jetzt wieder Zugang zu den Verstecken haben. Auch von hier aus. So, was ist das hier? Stille. Okay. Können wir mal gucken. Noch ein Raum und noch ein Raum ist ja furchtbar. Tatort. Sehr treffend. Eine eiserne Handkurbel mit einer Fassung. Die Fassung sieht fast dreieckig aus, hat aber mehr Seiten. Wo passt das hin? Das ist eine gute Frage. Eine Frage, die ich da gerade gar nicht beantworten kann, meine Liebe. Ich glaube, mehr haben wir hier nicht, oder? Was ist das hier noch? Noch ein stiller Raum. Ein stilles Örtchen, womöglich. Es ist ein stilles Örtchen. Ja, wunderbar. Was ist das da? Das ist mein BH! Verdammt, Walter, du verdammter Perversling, das musst du gewesen sein! Mistkerl, warte mal. Oh. Will das Spiel mir schon wieder Angst einjagen? Dieser Spiegel ist schmutzig. Warum bin ich nicht überrascht, obwohl da redet die Richtige? Ja, ich werde ihn bestimmt nicht sauber machen, ich bin ja nicht blöd. Ja, alle Spiegel, die wir bis jetzt in irgendeiner Art und Weise in diesen Häusern gefunden haben, die waren alle zerbrochen. Das wird einen Grund haben. Eine Flasche mit Desinfektionsmittel. Ist da mal offen? Ich glaube nicht, dass ich mehr brauche. Gar nicht erst weiter drauf eingehen. So. Jetzt die große Frage, wir haben da hinten diese ganzen abgeschlossenen Türen, ne? Da auf der linken Seite. Ist es sinnvoll, jetzt erstmal da zu diesen Lagerräumen zu gehen? Aber wir haben halt unten auch den Keller, ne? Das waren ja wahrscheinlich auch die Pförtner, die den abgeschlossen haben. Und da kommen wir jetzt dran vorbei. Deswegen bin ich halt am Überlegen, ob wir vielleicht erst da gucken gehen. Ich weiß halt nur nicht, wie ausgedehnt das ist. Das ist ja... Ach komm, wir gehen jetzt gucken. Was soll denn schon passieren? Der Schlüssel müsste hier ja passen, ne? Wunderbar funktioniert. Okay, gut. Lausch mal an der Tür. Und die Augen offen halten nach dem nächsten Versteck, ne?
Also im Moment ist das oben im Laden. Hier sind drei Türen. Tür 1. Abgeschlossen. Hier geht es zu den Lagerräumen. Aber der Schlüssel passt nicht. Da ist nichts zu hören. Eine Notiz, die in einem Papierkorb lag. Das war die Vorderseite. Das ist ein Schichtbericht. Okay. Auf der Rückseite ist nämlich handschriftlich was notiert. Gucken wir doch mal. Verdammt, Walter! Was zum Teufel hast du getan? Ich habe auf der Treppe zu Block 4 Spuren von Schlamm gefunden, die zum Fenster im ersten Stock führen. Ich weiß, dass du das warst. Außerdem hast du den Griff am Fenster beschädigt. Bist du verrückt geworden? Ich habe den Hausmeister informiert, damit er so schnell wie möglich repariert wird. Ich weiß nicht, was zum Teufel mit dem Mädchen los ist. Und es ist mir absolut egal. Hör damit auf und benimm dich. Am Ende stellt sich noch heraus, dass sie nicht hysterisch ist, wie du behauptest, sondern dass du derjenige bist, der spinnt. Das ist das letzte Mal, dass ich meinen Arsch für dich aufs Spiel setze. Okay. Die wussten also ziemlich genau, was dieser Walter für ein Arschloch ist. Na gut, er heißt ja auch Walter Sullivan, ne? Ich meine, jeder, der zum Beispiel die Let's Plays zu Silent Hill 2 und Silent Hill 4 hier auf dem Kanal gesehen hat, der weiß ja ganz genau, was von so einem Charakter zu erwarten ist. Okay, gut. Haben wir hier unten irgendwas, wo wir uns verstecken können vielleicht? Ich frage mich immer, ob hier die Stromzähler sind oder ob das nur ein Lagerraum ist. Die Stromzähler. Einige Nachbarn wurden bereits dabei erwischt, wie sie den Strom eines anderen abgezweigt haben. Ja, natürlich frech. Weitere Werkzeuge von den Nachbarn in Block 1. Ich weiß nicht einmal, was einige von ihnen tun. Ein klassischer verstellbarer Schraubenschlüssel aus Metall. Ein weit verbreitetes Werkzeug scheint praktisch zu sein. Wunderbar. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch und dann müssen wir zurück in den Laden. Jo. Okay. Hier lang. Da ist die Wesenheit hinter. Das heißt, dass wir da definitiv jetzt nicht lang gehen. Ja, ich habe die Schritte auch gehört. Die fand ich jetzt tatsächlich nicht so verstörend, wie das Spiel es eventuell gerne hätte. Dann machen wir das auf den Weg. Hier ist der Laden, ne? Jo. Wir gehen jetzt weiter zu den Lagerräumen auf der anderen Seite vom Laden. Ja, da links. Das ist jetzt das Ziel. Wir haben noch keine neuen Soltan-Dinger gefunden. Oh, hört ihr die Schritte? Ich habe Schritte gehört. So, hier zum Beispiel müsste der Schlüssel ja passen. Erstmal an der Tür lauschen. Stille. Okay, ja, es ist, glaube ich, eine ganz gute Idee,
Dann nochmal lauschen. Und das ist immer noch still, dann kommen wir ja rein. Echt so ein bisschen Angst. Noch mehr Geschäftsdokumente. Wenn Papa oder mir jemals etwas passiert, werden sie Sherlock Holmes brauchen, um mir durchzublicken. Was ist das? Das ist einer der antiken Bodenspiegel, die wir hier aufgestellt haben. Aber er ist mit einer Decke bedeckt. Ja, der kann auch gerne bedeckt bleiben. Den werde ich ganz bestimmt, werde ich diese Decke da nicht abziehen. Ich glaube, das wäre Selbstmord. Wie gesagt, alle Spiegel bisher waren zerstört und das wird mit ziemlicher Sicherheit einen Grund haben. Da liegt was. Zweiter Brief von Sebastian P. Husher. Ein Brief von Sebastian P. Husher an Isaac Farber vom 18. August 1998. Isaac, ich fürchte, es ist zu spät. Ich habe die Melodie gehört. Catherine und die Kinder auch, aber nur einmal. Es wird ihnen nichts passieren, oder? Lieber Gott, diese Melodie! Etwas in meinem Kopf ist anders. Ich habe dadurch Dinge gesehen, die ich nicht verstehe. Dinge, die ich lieber nicht mehr sehen würde. Es tut mir so leid, Isaac. Aber ich sehe mich gezwungen, dir die Spieluhr zurückzuschicken. Ich werde weiter nachforschen. Aber ich will sie nicht in meiner Nähe haben. Ich muss an meine Familie denken. Bitte, pass auf dich auf und vergib meinen Mangel an Mut. Sebastian P. Husher. Okay, Sebastian. Ja, Bescheid. Was steht hier? Diese Gemälde sind für Husher. Ich frage mich, warum sie noch hier sind. Er ist normalerweise so begierig darauf, seine Einkäufe mit nach Hause zu nehmen. Noch irgendwas? Nee, ist nur der Brief gewesen hier, ne? Okay, einen Raum haben wir hier aber noch. Halt, warte mal, die Kamera hat einen Punkt, oder? Ist das nur ein... Nee, ich glaube, das war nur eine Reflexion. Okay, was ist hiermit? Es ist auf jeden Fall still dahinter. Zu den Wohnungen im Innenbereich. Ach du Schande, das wollte ich eigentlich gar nicht gerade. Aber na gut. Wenn wir jetzt hier sind, dann sind wir jetzt erstmal hier. Aufnahme 1 von Isaac Farber. Eine Sprachaufnahme des Antiquitätenhändlers Isaac Farber datiert am 9. August 1998. Okay, was ist das jetzt? This gives me the creep. Okay, das macht mich gerade sehr nervös.
That wasn't even slightly normal. Ist dir auch aufgefallen, ne? Okay. Ach, das ist hier Glücksbringer-Ding. Ist es im Journal? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt fertig waren. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Hinweis, dass man sich vielleicht nicht unbedingt auf Spiegel einlassen sollte hier. Aber gut, dass wir uns das nochmal angehört haben. Wir sind also, wenn wir sowas hören, nicht sicher. Hinweise zur Müllabholung und dergleichen. Das baut ja schon mal total auf, ne? Versperrt. Aber da funktioniert der Schlüssel nicht. Aber hier. Nope. Auch die ist versperrt. Okay, da geht es also auch nicht durch. Und was ist das hier? Notiz von Erika Färber. Eine schriftliche Erinnerung von Erika Färber an ihren Vater Isaac. Vater, ich habe eine Kopie des Schlüssels für das Haus in der Vitrine im Ausstellungsraum im chinesischen Puzzle aufbewahrt. Ich hätte ihn für dich im Laden zurückgelassen, aber ich traue dem Pförtner nicht. Eine Kopie des Schlüssels für das Haus in der Vitrine im Ausstellungsraum. Ich weiß zwar gerade nicht so genau, was sie meint, aber okay. Ich habe dir einen Hinweis auf die Kombination auf der Rückseite dieser Notiz hinterlassen. Allerdings in verschlüsselter Form, falls sie in indiskrete Hände fallen sollte. Ich drücke dich, Erika. Gut, also mal so rein von einem logischen Standpunkt aus betrachtet, müsste das ja rein theoretisch ein Rätsel sein, dass wir, solange wir selber als Erika spielen, eigentlich überspringen können müssten. Vielleicht können wir das ja sogar. Ich weiß es nicht, weil, ich meine, sie hat den Schlüssel selber da versteckt. Sie hat die Kombination eingestellt, das heißt, sie kennt den Code und sie hat diese Notiz verschlüsselt, das heißt, sie kennt auch die Chiffre, mit die man diesen Code wieder entschlüsseln kann, um dann letztendlich an die eigentliche Kombination zu kommen. Es wäre Blödsinn, wenn wir als sie, als Erika das jetzt auch alles hier errätseln müssten. Von links nach rechts. Erstes Rad, 8. Zweites Rad, 5. Drittes Rad, 14. Viertes Rad, 2. Fünftes Rad, 11. Sechstes Rad, ich schaffe es nicht, in römischen Zahlen zu schreiben. PS, Walter, wenn du das hier liest, verzieh dich. Ach ja, der gute Walter.